Wenn Katzen Schmerzen haben, haben wir da wirklich Mitgefühl? Können wir uns da wirklich in die Situation der Katze hineinversetzen und geeignete Maßnahmen ergreifen? Was können wir tun, um unsere Katze besser zu verstehen, wenn sie an Schmerzen leidet? Das und noch viel mehr gibt's in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß! Der Miau-Katzen-Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht. Und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Katzen-Podcast. Ja, im Laufe des Lebens bleibt es leider nicht aus, lernen wir Menschen, wahrscheinlich alle Lebewesen oder mit Sicherheit alle Lebewesen, in irgendeiner Form Schmerzen kennen. Der eine mehr, der andere weniger. Und ja, man lernt vor allem auch, dass es so wahnsinnig viele verschiedene Arten von Schmerz gibt. Es gibt da so die Nebenher-Schmerzen, die man ganz gut ertragen kann, die ja auch über längeren Zeitraum nicht so eine große Rolle spielen, auch wenn man merkt, dass sie da sind. Es gibt die Schmerzen, die akut und schnell und kurz sind und dann auch wirklich heftig sein können. Und es gibt die chronischen Schmerzen, die einen etwas länger begleiten oder überhaupt lange begleiten. Und genau zu diesem Thema der länger andauernden Schmerzen habe ich in den letzten Wochen und Monaten ja so eine Art unfreiwilligen Selbstversuch gemacht. Und ja, in dieser Folge wird es einiges an Mimimi von mir geben. Also ich werde hier und da ordentlich jammern. Ja, ich möchte bedauert werden, das ist ganz klar. Aber vor allem habe ich einiges über Schmerzen gelernt in dieser Zeit. Und wie immer bin ich dabei gedanklich auch wieder bei der Katze angekommen, denn das Thema Schmerzen ist für uns Katzenhalter ja ein besonderes Thema, da Katzen ihre Schmerzen viel zu spät oder gar nicht zeigen, beziehungsweise es ist eine echte Herausforderung zu erkennen, dass bei der Katze etwas nicht stimmt und sie Schmerzen hat. Deshalb ist dieses Thema Schmerzen bei Katzen per se schon mal sehr, sehr wichtig und ein Thema, worüber wir Katzenhalter uns möglichst rechtzeitig Gedanken machen müssen. Aber es kommt eben noch ein weiterer Aspekt dazu. Wenn wir denn wissen, die Katze ist krank und die Katze hat wahrscheinlich Schmerzen, dann kommen wir irgendwann auch an den Punkt, wo wir uns möglichst gut in die Situation unserer Katze hineinversetzen müssen. Und das, denkt man ja eigentlich, ist dann recht einfach. Ja, also ich glaube, wer jeden, den man fragt, der wirklich eng mit seiner Katze zusammenlebt und sein Tier liebt, wird sagen, na klar, bin ich mitfühlend, wenn es um die Schmerzen bei meiner Katze geht. Jetzt haben wir gelernt, es ist gar nicht so einfach zu erkennen, dass die Katze Schmerzen hat. Das macht es wirklich noch mal ein bisschen schwieriger, finde ich, die Intensität der Schmerzen auch einzuordnen und einzusortieren. Aber okay, das wissen wir nun auch. Nur man sagt dann trotzdem relativ leichtfertig, ich habe Mitgefühl, ich verstehe das und man ergreift irgendwelche Maßnahmen. So. Das ist mir auch schon ein paar Mal so gegangen und natürlich würde ich auch von mir sagen, dass ich ein sehr mitfühlender Mensch bin, nicht nur bei meinen Katzen, sondern eigentlich auch bei Menschen. Und wenn ich merke, jemandem geht es schlecht und jemand hat Schmerzen, dann, ja, dann kann ich das, behaupte ich, ganz gut einsortieren und auch die Dramatik der Situation für mich erkennen. Jetzt habe ich aber gerade erzählt, ich habe in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich so mein eigenes Leid mit Schmerzen gehabt und erlebt und erfahren und habe da auch eine ganz neue Intensität von Schmerz kennengelernt. Nicht etwa, weil ich bisher noch nie Schmerzen hatte. Ich kenne wahnsinnig starke, fast schon migräneartige Kopfschmerzen. Ich bin schon mal umgeknickt und hatte eine ganz fiese Bänderzerrung, die mich fast hat in Ohnmacht fallen lassen vor Schmerzen. Also ich kenne durchaus das, was man so in seinem Leben standardmäßig an Erfahrungen macht. Aber das, was ich jetzt erlebt habe, war echt neu. Und zwar habe ich etwas sehr Unspektakuläres, was vielleicht viele von euch selbst auch kennen und haben. Ich habe eine schmerzhafte Schulter entwickelt. Und
Dabei ist mir etwas Interessantes aufgefallen, aber auch erst jetzt im Rückblick, muss ich sagen, dass man sich doch relativ gut an gewisse Schmerzen gewöhnt. Ich habe dann einfach gedacht, okay, das wird schon wieder weggehen. Okay, ich gehe ja zur Physiotherapie. Okay, ist schon nicht so schlimm. Okay, ich kann ja arbeiten. Und ja, das habe ich lange ausgehalten. Also wirklich über geraume Zeit. Dann wurde es mal wieder ein bisschen besser. Dann heißt ja immer, man muss Sport machen. Ich mache keinen Sport. Also habe ich mir gedacht, okay, werde ich das wohl irgendwie hinkriegen, wenn ich mal ein bisschen mit Sport anfange. Aber es schlich so vor sich hin, dieses Thema. Und wurde dann irgendwann, ich glaube, es war wohl Anfang des Jahres schon echt schlimmer, dass ich dann gemerkt habe, Mensch, ich kann nicht mehr so entspannt abends mal Fernsehen gucken. Und auch wenn ich ins Bett gegangen bin zum Schlafen, habe ich gemerkt, schlafen und liegen ist gerade nicht so schön, weil ich da dann immer wieder Schmerzen hatte, die so blöd waren, dass ich mich gedreht habe wie ein Brummkreisel. Und naja, die Zeit ging wirklich ins Land und deshalb erzähle ich das auch, mal unabhängig davon, dass ich gerne mit bemitleidet werden möchte. Ich habe das echt total unterschätzt und habe gedacht, komm, du bist kein Weichei. Hab das ausgehalten und dann kam ja unser großer Umzug. Davon habe ich ja schon berichtet, dass wir umgezogen sind vor ein paar Monaten mittlerweile schon. Und wir haben renoviert und viele Dinge gemacht, die man im Alltag sonst nicht macht, es sei denn, man ist Maler und Anstreicher. Und das hat meine Schulter mir scheinbar krumm genommen. Also es wurde echt schlimmer, deutlich schlimmer, bis zu dem Punkt, wo ich kaum noch schlafen konnte, was ich aber ignoriert habe, beziehungsweise nicht auf meine Schmerzen geschoben habe und bis ich nicht mehr ein- und aus wusste. Und zu guter Letzt habe ich dann die Notbremse gezogen und habe dann den Termin beim Orthopäden vereinbart. Der war dann noch so eine Woche hin, glaube ich, der Arzttermin. Und habe gedacht, das kriege ich locker hin. Und wie das immer so ist, und Ärzte hassen einen ja dafür, verständlicherweise. Ich habe auf diesen Termin gewartet und selbstverständlich habe ich an dem Wochenende vorher so starke Schmerzen gekriegt, dass ich echt fast ohnmächtig geworden bin und musste zum Notarzt. Und ja, dann haben die meine Schulter angeguckt und geröntgt und gemacht und getan, was da im Detail alles so nicht so gut ist. Darum geht es gar nicht in dieser Folge. Es geht mir mehr darum, diese Schmerzsituation mal zu beleuchten. Und dann hat er mich behandelt, der Arzt, und hat mir eine Spritze gegeben. Ich bin natürlich danach trotzdem zu meinem Orthopädentermin gegangen und habe noch einige andere Untersuchungen machen lassen. Und wie von Geisterhand waren die Schmerzen erstmal weg. Und verrückterweise habe ich in diesem Moment erstmal geschnallt, was ich für unfassbare Schmerzen schon seit Monaten hatte, die ich schlicht und ergreifend weggeschoben habe. Und ich habe da Gott sei Dank nichts verschleppt. Ich habe da auch Gott sei Dank nichts kaputt gemacht. Ich konnte da an diesem Thema mit der Schulter sowieso nichts ändern. Sport hätte da auch nicht geholfen, hat man mir versichert. Da war ich schon mal froh, also brauche ich gar kein schlechtes Gewissen haben. Aber ich habe einfach so gemerkt, dass man doch sehr leidensfähig sein kann. Und das ist diese typische Geschichte, der Frosch im lauwarmen Wasser, wo sich das Wasser immer weiter erwärmt, erwärmt, erwärmt. Und der Frosch sagt, ach, es ist aber wohlig warm und es ist immer noch wohlig warm. Und irgendwann ist es kochend heiß und der Frosch verbrüht sich, beziehungsweise wird gekocht. Und sowas ist mir tatsächlich jetzt nochmal so passiert. Das ist mir schon häufiger mal mit anderen Sachen passiert, aber das fand ich halt wirklich krass. Und was mir halt auch aufgefallen ist, und da muss man auch mal ehrlich sein, ich bin echt kiebig und ungenießbar geworden. Und an dieser Stelle Entschuldigung an alle, die ich während der Wochen angeflaumt habe. Es waren Gott sei Dank nicht so viele, aber besonders mein Mann hat es natürlich zu spüren bekommen. Ich war so dermaßen gereizt, auch wenn ich so ein bisschen natürlich wusste, dass das von den Schmerzen kommt. Man kann das nicht steuern. Also man kann da nicht, oder ich konnte zumindest nicht, ihr könnt mir ja mal schreiben, ob einer von euch das schafft. Ich war nicht in der Lage zu steuern, dass ich um mich herum meine Eltern, mein Mann, mein näheres Umfeld anflaume. Im geschäftlichen Kontext gelingt mir das. Da bewahre ich die Contenance in der Regel. Aber ich habe mich einfach echt schlecht gefühlt. Ich war mega gestresst und extremst dünnhäutig. Ich habe zum Beispiel ein Rezept bekommen für ein verschreibungspflichtiges Medikament gegen diese Entzündung, die ich da in der Schulter hatte. Und das war so eine beknackte Anzahl an Tabletten und bin zur Apotheke gegangen,
Die hatten diese Anzahl der Tabletten nicht. Ich bin zur nächsten Apotheke gegangen und zu noch einer Apotheke. Und bei der vierten Apotheke, die dann auch schon sagte, tut mir leid, wir haben diese Packungsgröße einfach nicht, die sie da verschrieben bekommen haben, wäre ich wirklich fast in Tränen ausgebrochen, weil ich so genervt und so frustriert war und gedacht habe, das kann doch jetzt echt nicht sein, dass ich nirgendwo diese blöden Tabletten bekommen kann. Und da ist mir das auch nochmal so bewusst geworden, halt wahnsinnig dünnhäutig, gereizt und ja, man ist einfach nicht man selbst. Und das erinnert mich so ein bisschen an diese wunderschöne Werbung mit dem von mir heiß geliebten Erdnussschokoladen-Karamellriegel. Ihr kennt sie bestimmt. Du bist nicht du selbst, wenn du Hunger hast. So habe ich mich gefühlt. Ich bin nicht ich selbst, weil ich Schmerzen habe. Und zwar echt Scheißschmerzen. So, und jetzt genug gejammert, worauf ich hinaus will. Ist Folgendes. Wenn wir jetzt eine Katze haben, die Schmerzen hat. Im Idealfall wissen wir, dass sie Schmerzen hat. Und wir sagen, ja, wir verstehen das und wir kümmern uns und wir machen auch. Und Katzen unterdrücken die Schmerzen beziehungsweise zeigen sie uns nicht richtig. Fällt es uns einfach wahnsinnig schwer, das richtig einzuschätzen. Und ich glaube, man darf gar nicht so leichtfertig sagen, ja, ich habe Mitgefühl. Ja, ich verstehe, dass du Schmerzen hast. Ich behaupte mal, diese Schultergeschichte hat mir jetzt in diesem Augenblick, in dieser Zeit, in diesen paar Tagen danach, einen ganz anderen Blick auf Schmerzen gegeben. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich dafür dankbar bin. Nein, also auf diese Erfahrung hätte ich echt gerne verzichtet. Das war echt nicht schön. Aber das ist der Grund für diese Folge, weil ich möchte das auch nicht vergessen. Ich möchte es für mich festhalten und ich möchte es auch an euch weitergeben. Denn man verändert sich und man kennt das vielleicht auch von älteren Hunden, die dann vielleicht mal knurrig werden, wenn die schon schlimme Arthrose haben. Und bei Katzen ist, wie gesagt, alles ein bisschen anders. Und deshalb müssen wir, auch wenn wir sagen, ja, wir verstehen, dass die Katze Schmerzen hat, ja, wir geben der Katze Schmerzmittel, nochmal ganz anders denken und nochmal viel genauer beobachten, wie die Katze sich wirklich verhält, ob sie ihre Ruhe bekommt, die ihr zusteht. Ich hatte ja eben keine Möglichkeit mehr zu schlafen und Schlafmangel ist ja für mich auch die pure Folter. Das habe ich, glaube ich, auch schon mehrfach erwähnt. Und man wird komisch. Man wird wirklich komisch und ich glaube auch, dass Menschen, die an viel, viel schlimmeren chronischen Erkrankungen leiden, wie ich es jetzt mit meiner Schulter habe und da mitleben müssen, auch auf Dauer, dass die Gefahr laufen, dass von ihrem Umfeld kein Verständnis kommt und dass sie auch selbst nicht verstehen, dass sie wahnsinnig kiebig werden. Also ich kenne das auch von Menschen aus meinem Umfeld, wenn da mal Schmerzphasen sind, warum auch immer, dass dann nicht so gut Kirschenessen ist mit denen, dass dann eben der Stress leicht in die Höhe schnellt und entsteht, obwohl man eigentlich denkt, es gibt doch jetzt gar nichts Stressiges. Und bei Katzen ist es mit Sicherheit sehr, sehr ähnlich, nur wir können es nicht so gut sehen wie bei uns selbst. Und da man ja scheinbar, wie ich es jetzt erlebt habe, auch bei sich selbst das Thema gerne verdrängt und nicht so gerne hinguckt und bei anderen dann einfach nur denkt, ach, ist der oder die wieder knurrig und mies drauf und so und gar nicht versteht, dass es vielleicht an chronischen Schmerzen oder was auch immer liegen kann, glaube ich, man muss da nochmal ganz anders drüber nachdenken. Und es ist ganz klar, in der Tiermedizin gibt es ja mittlerweile tolle Möglichkeiten, Schmerzen bei der Katze zu behandeln. Katzen bekommen ja auch Arthrose und viele andere blöde Erkrankungen, die einfach für Schmerzen sorgen. Und wir müssen dann im Umkehrschluss halt Sorge tragen, dass wir sie gut behandeln und ihr den Schmerz so gut wie möglich nehmen. Natürlich nicht blind einfach immer die volle Dröhnung. Das muss man mit Feingefühl machen. Das muss man auch vernünftig einstellen. Und dazu gibt es vielleicht nochmal von tiermedizinischer Seite demnächst eine Katzen-Podcast-Folge. Da will ich jetzt gar nicht reinreden, weil ich da einfach keine Ahnung von habe. Aber wir wissen ja, es gibt unterschiedliche Schmerzmittel, die unterschiedlich wirken. Mir hat man jetzt auch gesagt, das eine Mittel funktioniert akut wunderbar. Das nächste Schmerzmittel muss ich regelmäßig nehmen, damit ich so einen Pegel aufbaue, damit mein Schmerz halt unterdrückt wird.
Und ja, das sind halt so Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Ja, und jetzt habe ich genug rumgejammert. Ihr wisst vielleicht, warum es in den letzten Wochen ein bisschen ruhiger um mich war. Ich habe zwar hier und da mal gepostet, aber es hat mich doch ganz schön beeinträchtigt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und habe ich nicht gedacht, dass das so extrem ist. Ja, was bleibt mir jetzt zum Ende dieser Folge? Ja, ich möchte euch sensibilisieren für das Thema Schmerzen. Nochmal, es gab ja schon ein paar Katzen-Podcast-Folgen zum Thema Schmerzen bei Katzen. Ich möchte euch auch sensibilisieren für eure Mitmenschen. Das ist mal ganz besonders in dieser Katzen-Podcast-Folge. Ich bin ja eher pro Katze oder pro Tier. Und Menschen denke ich immer, ach, die kommen schon irgendwie alleine klar. Aber nein, Scherz beiseite. Auch mal überlegen, wenn man auf Menschen trifft, die kiebiger sind als sonst, könnte es vielleicht an Schmerzen liegen. Das ist zwar keine wirklich tolle Entschuldigung, aber das Verständnis ist einfach ein anderes. Man kann halt anders damit umgehen. Und vor allem, wir müssen bei unseren Katzen genau hinschauen, damit wir die Schmerzen überhaupt erkennen und ihr Verhalten entsprechend interpretieren und auswerten. Also mal wieder so eine kleine Aufmunterung, auf Katzenexpedition zu gehen. Schaut euch eure Katzen sehr, sehr gut an. Meiner Meinung nach kann man am besten erkennen, dass etwas schief läuft oder dass es Probleme gibt, wenn man den Normalzustand kennt. Also nicht erst hingucken, wenn schon zu spät ist sozusagen, sondern rechtzeitig, regelmäßig, langfristig seine Katzen gut beobachten, schauen, was ist normal, wie verhält sie sich typischerweise oder üblicherweise in bestimmten Situationen, wie bewegt sie sich, was macht sie im Alltag. Und dann kann man relativ schnell erkennen, wenn Veränderungen auftreten. Und dann muss man genau gucken, natürlich auch mit Hilfe seines Tierarztes oder seiner Tierärztin, damit man da das ganze Thema schnell in den Griff bekommt. Ja, mit diesen Gedanken, dieser kleinen Inspiration und viel Mimimi von meiner Seite wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir gehen jetzt noch eine Runde auf den wunderbaren, schönen neuen Katzenbalkon. Heute haben wir nämlich perfektes Oktoberwetter. Und ich sage bis bald. Tschüss. Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de. Jetzt aus die Maus.